auffüllend vor mir. Ich stand ganz nah davor und ich dachte sofort, im Nebel ruht noch die Welt. Noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den klaren Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen. Septembermorgen von Eduard Mörike. Habt ihr in der Schule gelernt? Aber der Punkt war, dieses Bild stammt vom 9. September 2019. Septembermorgen, ein veritabler Worpsweder, Septembermorgen, und Marieke Heinz-Huck hat den wahrgenommen und sofort festgehalten. Mit einer Fotografie, die sie dann anschließend am Computer bearbeitet hat. Und das Ganze wurde dann per Tintenstrahl auf Leinwand ausgedruckt, sodass wir hier etwas vor uns haben, das auf den ersten Blick eigentlich wie ein Gemälde wirkt. Da kann man richtig eintauchen, diese sanften Bodenwellen der leicht vergilbten Wiese. Da versinkt man fast bis zum Horizont, wo Himmel und Wiese miteinander verschmelzen, im Nebel sozusagen verschleifen. Und dieser auf der Bildmitte liegende Horizont und diese Offenheit nach rechts und links, das ist im Grunde genommen, das hat mich sofort erinnert an Hiroshi Sugimoto, hängt ja jetzt zurzeit noch in der Kunsthalle Bremen, diese Meere, diese Ozeane. Und das sind alles Reflexionen über Zeit und über Orte. Und ich glaube, dass das ein Leitmotiv für Marikes Arbeit ist. Aber je länger ich mir das angeguckt habe, desto mehr habe ich gedacht, Eduard Mörike, der Romantiker, nein, das ist falsch. Dieser Nebel wird sich nie lüften. Er hütet sozusagen ein Geheimnis, und das Geheimnis ist das Entscheidende an diesem Bild. Dieser Nebel wird immer da bleiben und er entfaltet sozusagen die Poesie dieser Arbeit. Und Poesie ist das nächste entscheidende Stichwort für diese gesamte Ausstellung, denn sie hat ganz viel zu tun mit Rainer Maria Rilke. An jenem Abend, das ist ja der Titel dieser Ausstellung, der Beginn eines Briefes, den Rilke an seine Geliebte Clara Westhoff schrieb. Und titelgebend für die Ausstellung ist der Film, der in diesem wunderbaren kleinen Kino gezeigt wird. Vielleicht haben ihn einige von Ihnen schon gesehen. Diesen Film hat Marieke Heinz-Huck ebenfalls in Worpswede im Frühjahr letzten Jahres aufgenommen. Die Bilder hat sie aufgenommen. Und sie hat daraus eine, finde ich, eindrucksvolle, poetische Komposition geschaffen. Der Eingang ist ein Gesang von Ocker van der Dammerau, ein A Cappella-Gesang einer Strophe eines Liedes von den Beatles, In My Life. Und da dringt der Text, der lyrische Text der Beatles so in den Vordergrund, wird überblendet mit den Bildern aus Worpswede, dass ich das sehr, sehr eindrucksvoll finde. Man sieht Bilder von einer dämmerigen Worpsweder Mühle, von kleinen Karten, in denen langsam das Licht aufgeht, Bäume, durch die der Wind streicht. Eigentlich eine Landschaft, wie sie schon bei Worpsweder Künstler um 1900, Rilke, Modersohn Becker, alle haben sehen können. Also eigentlich zeitlose Bilder. Und dann hebt ein Text an, der liest einen Brief. Einen Brief, den Rilke an Clara Westhoff schrieb im Jahr 1900, beginnt an jenem Abend. Und man denkt, es kommt eine große Geschichte, eine reale Geschichte, aber tatsächlich wird eigentlich nur beschrieben. Es wird beschrieben, ein Essen, ein gedeckter Tisch. Mit allen Sinnen, mit vielen Farben von Tee und Zitrone und Butter und Schinken. Also eine ganz sinnliche Beschreibung. Keine Handlung. Und dieser Text endet so träumtig. Eine ganz interessante Sache, denn am Anfang heißt es, man erwartet eine Geschichte, die tatsächlich stattfand. Und am Ende war es nur ein Traum, eine Vision, ein Gemälde, das vor dem inneren Auge des Hörers abläuft, während vor dem äußeren Auge die Bilder von Marieke zu sehen sind. Also eine Überblendung und Überschneidung von unterschiedlichen Ebenen, die ich sehr überzeugend finde. Und da drin stecken schon ganz viele Strategien, die man in den Arbeiten von Marieke Heinz-Huck auch in den anderen Medien findet. Dahin drin steckt dieses, ich tue so, als wäre es Wahrheit, aber im Grunde genommen ist es doch nur ein Traum, eine Idee oder eine Fälschung. Und das Thema Überblendung und Unschärfe. Auf das kommen wir mehrfach zurück.
Und Marieke-Heinz Huck hat mir erzählt, ja, ich erzähle so gerne Geschichten. Aber ich frage mich, ob das eigentlich so ist. Erzählst du, Marieke? Ich glaube, du erzählst nicht, sondern du hast doch eher die Tonlage eines lyrischen Gedichts. Denn du gibst uns keine Handlungen, sondern du gibst uns nur die Andeutung. Und die Handlung müssen wir selbst in unserer Fantasie weiterführen. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Du gibst die Beschreibung. Und während Rilke das alles mit Worten tut, machst du das in ganz vielen Medien. Mit Fotografie, mit bewegten Bildern, aber auch mit Objekten. Und in diesen drei Vitrinen, die hier angeordnet sind, kann man ja ganz überraschende Dinge finden. Einen kleinen Spitzenkragen von Paula Modersohn-Becker oder ein kleines Samttäschchen von ihr oder die Kindertasse von Elsbeth. Also interessante historische Gegenstände. Aber spätestens, wenn man dann Rilkes zerknüllte, verworfene Brieftexte findet, wird man, glaube ich, stutzig. Kann das sein, dass die sich erhalten haben? Ja, und dann fängt man an zu überlegen und sehr verunsichert zu sein. Was ist echt und was ist unecht? Wo ist die Überschneidungsgrenze? Und das ist eine ganz wichtige Strategie zur Legendenbildung. Wobei die Objekte, finde ich, bei Marieke-Heinz Huck eine besondere Rolle spielen. Und da sind wir wieder bei Rainer Maria Rilke. Rilke als Dichter hat mal gesagt, er hat eigentlich die Worte gefürchtet. Und da gibt es ein ganz berühmtes Gedicht. Es fängt an, ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie drücken alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und der Anfang ist hier und das Ende ist dort. Und dann heißt es später, ich möchte immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Die Dinge zum Singen bringen. Ich glaube, das ist etwas, was Marieke-Heinz Huck in diesen Vitrinen tut. Und das spürt man und diese Schwingungen, die übertragen sich. Und sie hat dieses musikalische Gefühl natürlich auch in der Komposition des Filmes, finde ich, wunderbar umgesetzt. Ja, dieses Thema mit den Objekten, das sind diese Überschneidungen von den historischen Objekten, die ihre eigene Geschichte mitbringen. Diese Objekte stammen zum Teil, ich darf es glaube ich verraten, aus dem Heimatmuseum, das ihr Vater betreut hat in Ostfriesland. Aber dann steckt auch wieder ganz viel, und damit steckt ein Stück Geschichte von der Künstlerin selbst mit drin. Und schließlich natürlich die Verbindung, mal echt, mal unecht, zu den Künstlern aus Worpswede um 1900. Also dieses Geflecht, das ist hier immer präsent. Und manchmal kommen dann echte Darstellungen. Die Fotografie von Rainer Maria Rilke in Paris, die kennt jeder. Und da denkt man, klar, das ist echt. Und gegenüber, da steht dann Paula sich nach Paris sehnend. Ja, da denkt man, natürlich ist das auch echt. Aber ist das wirklich echt? Es ist ein historisches Foto. Doch wer steht da? Das wollen wir jetzt hier mal offen halten. Solche Objekte mit den kleinen Beschriftungsschildern, mit denen die Künstlerin uns auf diese zum Teil falschen Fährten lockt, die erinnern einen natürlich auch so ein bisschen an Reliquien. So für die katholische Kirche, für den katholischen Glauben sind die Zettel an den Reliquien der Echtheitsbeweis. Und ich würde sagen, man glaubt auch immer das, was man glauben möchte. Aber der andere Punkt, das Thema der Überschneidungen, der Verwischungen, der Verschwommenheiten, das ist die andere Strategie zur Legendenbildung, die wir hier schon beschrieben haben, die wir an vielen Stellen finden können. Aber ich möchte es unbedingt nochmal bei den Fotografien, die man dort hinten im Raum erkennen kann, nochmal betonen. Diese Arbeiten sind von 2001. Damals hatte sich Marieke-Heinz Huck schon mal für eine Ausstellung im Bakenhof mit diesem Thema Worpswede Künstler um 1900 beschäftigt. Und das sind tatsächlich jetzt historisches Material. Und wenn man da hier geradeaus vor mir diese tanzenden Frauen im Garten des Bakenhofs, Martha Vogler ist da dargestellt, und das stimmt wirklich, dann ist das so verschleiert, dass man die historischen Figuren jetzt nicht vom Gesicht her identifizieren könnte. Aber es ist wirklich echt. Das Interessante ist, dass das gerade
um 1900 eine ganz beliebte Technik war die Geisterfotografie. Geisterfotografien waren sozusagen Belege für Seancen und da haben dann gewitzte Fotografen durch Überblendungstechnik und Unschärfen so visionäre Vorfahren, die erschienen sind und solche Dinge ins Bild gesetzt und das wurde natürlich auch von Teilnehmern der Seancen beglaubigt. Ich würde sagen, das ist so eine ganz charakteristische Strategie, die man auch schon zur Zeit der Worpsweda verfolgt hat. Aber Marieke Heinzog ist natürlich auch, neben diesem großen poetischen Wurf, dieser Vielschichtigkeit, eine ganz bodenständige Ostfriesin. Und das sieht man spätestens, wenn man die Libellenwiese in Worpswede sieht und daneben ein Selfie mit Libelle auf der Wange. Das muss man erstmal hinkriegen. Und noch etwas hat ganz viel mit ihrem Realismus und Humor zu tun. Eine großartige Trouvaille, die man dort hinten zwei kleine Textbilder fein gekritzelt, geritzt in schwarzes Fotopapier an der Wand sieht. Was da steht, ist der ganze Brief, den Rilke 1900 an Clara schrieb. Dort auf im Film hören wir nur die Hälfte. Aber Rilke kann auch die Ebene wechseln, die Tonlage wechseln. Und im zweiten Absatz wird er plötzlich ganz klar, nüchtern und sachlich. Er erklärt der lieben Clara, wie man eine anständige Hafergrütze kocht. Und er empfiehlt ihr zu diesem Zweck den doppelwandigen Schnellkochtopf Marke kann alles. Ja, und solche Trouvaillen, die gehören natürlich dazu, diese Brechung der ganzen hohen Tonlage. Ich finde das großartig, unglaublich inspirierend und ich bin sicher, Sie finden noch viele, viele andere interessante Querverbindungen. Lassen Sie sich nicht verunsichern, sondern die Fantasie spielen. Schönen Abend. Sekt geht's umsonst und alles andere kann man dann auch noch bestellen. Viel Spaß!